Nutze eine Mod-Werkbank in verschiedenen Matches. Also ab der dritten Sturmphase werden euch auf der Karte die Waffenbunker angezeigt. In den Waffenbunkern findet ihr die Mod-Werkbänke. Setzt euch am besten durch die Markierung, geht dann zu den Waffenbunkern hin, betretet den Waffenbunker. Hier habt ihr jetzt die Mod-Werkbank. Benutzt in zwei Matches eine Mod-Werkbank und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.